Moin Moin und willkommen zurück zu Ghost of Tsushima Folge 55. Wir befinden uns in der Quest Das Phantom von Yarekawas Rache. Und Mongolen sind da hinten 100 Meter von hier. Und da reiten wir jetzt mal hin, um die umzuhauen. Um bei dieser mythischen Quest weiterzukommen. Als Belohnung gibt es Tanz des Zorns. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Moin Moin. So, da sind sie schon. Ich sehe ja gar keinen. Die hat schon jemand ausgeschaltet. So wie das hier am Brennen ist. Toll, ich wollte gegen Mongolen kämpfen. Ruin von Alt-Yarekawa bin ich mit angekommen. Da ist aber jemand im Käfig. Okay, mal gucken, ob der mir sagen kann, was hier passiert ist. Das Phantom hat die Pferde getötet. Aha. Oder das Feuer. Oder beides. Schildträger. Es braucht großes Können, um sie zu töten. Ich glaube, es wird später zu einem Duell kommen gegen das Phantom. Oder der sich keine dafür Mongolen. Ausgibt. Japaner. Warum mussten sie sterben? Das sind Japaner? Ha. Unschuldige? Lasst mich raus! Bitte, mein Herr! Ganz ruhig. Ich befreie euch. Gleich, wenn ich hier alles durchgelootet habe. Okay, das war's wohl. So, von dir brauche ich jetzt Antworten. Was ist hier passiert? Sag mir, was passiert ist. Das Phantom. Es hat sie alle getötet. Dann ist es fort. Ich dachte, ich würde in einem Käfig sterben. Wer waren die Leute bei den Mongolen? Sie haben mich an sie verkauft. Ihr seid frei. Geht. Oh, danke. Okay. Das Phantom ist fort. Vielleicht zu einem anderen Schrein. Ja, also suchen wir mal wieder weiteres Feuer. Flotter, Nobu! Erstmal hier das Ding noch mitnehmen und dann in die Richtung, glaube ich mal. So, nicht durchs Feuer reiten. Na, wir sollen weiteren Rauch suchen. Vielleicht jetzt auch da oben drauf. Wer weiß. Hier vorne müsste gleich wieder das Lager der Überlebenden sein. Beruhig dich, Nobu. Schnauf nicht so viel. Da haben wir es. Jetzt aber richtig in den Wäldern hier oben drin. Oh, das ist dahinter. Das ist jetzt nur ein ganz Stück weiter weg. So. Das ist ja schon fast hier in den Ruinen, ey. Mal gucken, was wir jetzt für eine Nachricht finden. Noch ein Schrein für das Phantom. Mitten in der alten Siedlung. Wenn hier eine Nachricht war, hat sie das Phantom bereits geholt. Okay. Ein Kampf in der Nähe. Allerdings, das kam von da. Keine Opfergabe zu finden. Was sind das für Schreie, ey? Was geht denn ab? Das Phantom. Aber zum Glück haben wir Nacht. Denn nachts erwachen alle meine Sinne. Ist es jetzt da oben? 60 Meter? Ah, dass ich hier nicht mehr den Fels hoch kann. So. Ne, es ist da unten, okay. Na, wir kürzen hier über ab. Das Phantom. Ist er das? Oder sie? Schnell hier runter. Letzte Stufe nehme ich nicht mit. Das geht so. Da ist aber ein Mongole gewesen, der hier lag. Ist er hier reingegangen? Nee, hier geht's nicht rein. Zu spät. Der Mörder ist fort. Ach komm. Jin, du gibst viel zu früh auf. Hätten wir noch einen holen können. Finde einen Weg ins Haus. Okay, da kann man also doch irgendwie rein. Da oben. Hier geht es rein. Jemand drin? Ich glaube, da steht ein Banner, oder? Kann man das mitnehmen? Hier lebt schon sehr lange jemand. Ein Banner des Yarekawa-Clans. Okay, entweder ein Überlebender vom alten Clan. Yarekawa-Samurai.
Oder einer, der hier die alten Artefakte der Yarikawa sammelt. Das alte Banner und die alten Helme von denen. Vielleicht so ein alter Fanboy. Oder Nachfahre. Ach, voller Flöhe. Ihh, Flöhe. Nehme ich nur mal die Vorräte mit. Das nehme ich gleich. Da sind nämlich auch noch hier Vorräte da vorne. Opfergaben von den Schreinen für das Phantom. Aha. Könnte die richtige Person sein. Da, das wollte ich noch haben, das Leder. Und der letzte Hinweis. Von gebildeter Hand verfasst. Doch die Worte sind Unsinn. Fürst Yarikawa soll angeblich noch am Leben sein. Hat ein Samurai des Yarikawa-Clans überlebt? Ich muss denjenigen finden. Ich muss nach einem weiteren Schrein suchen. Vielleicht ja doch ein alter Yarikawa, der hier im Exil wohnt irgendwo und noch kämpft. Aber jetzt müssen wir doch noch wieder weiteren weißen Rauch finden. Einmal Rundumblick, ob wir hier schon was sehen. Nöp. So, Bambus holen. So viel Zeit muss sein. Da vorne. War ich da nicht schon? Da geht's auch wieder zu der Brücke hin, wo ich eben bei dem brennenden Lager war. Na gut, nicht ganz, aber fast. Gleiche Richtung. Hier, nee, hier ist die Brücke. Ah, okay. Okay. Noch eine Phantomopfergabe. Diesmal ist aber noch die Nachricht da. Fürst Sakai ist der letzte seines Clans und ein Diener von Shimura. Führt ihn zum Garten der Götter, damit sie Zeuge seines Todes werden. Okay. Ein Gebet an das Phantom. Es soll mich töten. Ich gehe zum Garten der Götter und setze dem ein Ende. Okay, kommt es zum Duell. Da möchte also jemand den Fürsten tot sehen. Ah, das ist bestimmt der Garten der Götter, wo der Baum mit dem Gesicht steht. Huch. Jo? Was? Was wisst ihr über den Garten der Götter? Nur, dass es ein wunderschönes Feld mit weißen Blumen ist. Mhm. Habe ich schon gesehen. Und der Baum mit dem Gesicht dann. Soll wohl eine Gottheit darstellen. Aber der Bereich ist ganz schön klein, wenn man da wirklich kämpfen sollte. Fall dich erstmal auf die Fresse, ey. Nimm erstmal einen Mund voll Gras. Hm. Noch mehr Leute drin. Fürst Sakai! Ja, keine Zeit. Da vorne ist schon Rauch. Man erwartet mich. Guck dir mal die Glühwürmchen an hier, ey. Fireflies. Überall. Das Phantom! Es war gerade hier! Mhm. Das glaube ich dir. Götterstatuen. Das muss ihr Garten sein. Das sieht aber mega aus mit den weißen Blumen und Schrein. Doch kein Phantom. Die ganzen Glühwürmchen sind dann noch dabei. Eine weitere Nachricht. Diese Nachricht ist für mich. Jo, die Rache erwartet uns. Yarikawas Rache erwartet euch. Noch ist niemand da. Da. Es ist eine Dame. Ihr seid also das Phantom. Ich bin der Wind, der die Asche aufwirbelt. Ich bin Yarikawas Rache. Ihr vergießt Blut mit einer Technik, die mit einem Verräterclan ausstarb. Wer seid ihr? Die Tochter eines Samurai? Habt ihr die Rebellion überlebt? Niemand hat überlebt. Dies ist ein Land voller Geister. Hat den Schlag auf den Kopf bekommen? Kämpfe gegen das Phantom. Wer will mich tot sehen? Die Bauern, die sich für euch verneigen. Die lächelnden Händler, die ihr bezahlt. Ganz Yarikawa betet für den Tod des Sakai-Clans und Shimura. Nicht alle. Einige vergeben. Der Rest fleht weinend um Rache. Ich werde ihnen Trost bringen. Okay, wenn die ihre neue Technik da benutzt, könnte es schwierig werden. Nicht unterschätzen. Ja.
Ja, ganz schön Lebenspunkte, ey. Ich durchschaue euch. Yarikawa ist euer Grab. Noch geht's. Oh, jetzt kommt wieder so ein Angriff. Aha, vorbereitet bin ich. Was tut ihr da? Ich verteidige mich. Ich weiß, wie ich euch besiege. Nein, ihr werdet sterben. Himmelschlag. Wow, das war eine große Kriegerin. Doch Zorn macht euch blind für den wahren Feind. Der Tanz des Zorns gehört jetzt mir. Ich werde ihn auch nutzen. Das war die neue Fähigkeit schon. Aktivieren wir wie so eine Super mit L1 und R1. Sah nice aus. Ich dachte, ich mache sie gerade fertig mit dem Himmelsschlag. Und dann kommt das halt. Umukades Rache, unmenschliche Stärke und ein boshafter Angriff. Okay, das ist ein Schwertkit, ne? Aber es sieht bestimmt richtig kacke aus. Ja, Neon. Neonröhren, blau. ist nicht so meins, muss ich gestehen. Nee, ist gar nicht so meins. Schwarz-weiß, auch nicht so. Ich habe jetzt die schwarzen Klamotten, deswegen bin ich eigentlich mit dem, wie mein Schwert jetzt aussieht, ganz, ganz zufrieden. Weil, guck mal, wer will denn damit rumlaufen? So. Hier ist der Griff interessant, ne? Weil der in der Mitte so schmal ist. Also die haben ja alle schon sowas Eigenes. Wobei das hier ist eigentlich noch, das geht noch klar. Das Lila finde ich immer super dazu. Und bei der schwarzen Rüstung, so mit Weiß und Schwarz zusammen, könnte das noch eine gute Kombination sein. Aber hier auch diese Tücher, die dann noch da drum gewickelt sind. So wie hier auch. Hier diese, weiß ich nicht, was das soll. Damit das Schwert warm bleibt oder was. Das hier finde ich auch noch nicht so schlecht. Passt aber farblich gerade nicht. Das hier ist ganz cool. Habe ich ja schon mal getragen, als die Rüstung noch orange war. Okay. Goldkoi-Fluss. Mhm. Das ist das Sakai-Standardmäßige, was man von Anfang hatte. Und ich habe das hier. Schatten des Krieges. Das ist gerade das, was ich trage. Und damit bin ich sehr zufrieden. Vorräte. Hat sich auch fallen lassen. Schade, dass sie sterben musste. Aber sie, ja, hatte Hass auf den ganzen Sakai-Clan. Kann man nichts machen. Über die Generation hinweg. So, habe ich jetzt die Technik gelernt. Techniken. Hier, da ist das Ding. Tanz des Zorns. Entfessel 3 unblockbare Angriffe in Folge, die hohen Schaden zufügen. Tötungen mit diesem Angriff können Gegner in der Nähe verängstigen. L1 und R1. Zack. Da rasiert er weg. Okay, finde ich super. Nicht so schlecht. Und der Himmelschlag war ja noch das hier. Dreieck und Kreis. Und das hier L1 und R1. Jetzt fehlt nur noch eine Fähigkeit, und zwar Weg der Flamme mit dem flammenden Schwert. Subi, weitere Quest abgeschlossen. Jetzt ist hier da schon wieder eine Hauptquest neben mir, die Mauern von Yarikawa. Und hier ist der Fürst Ishikawa. Den könnte ich eigentlich auch mal weitermachen, weil ich da schon angefangen habe, bevor ich da mit Yuna neu anfange, weil bei Yuna ist das hier die Geschichte von ihr 1 von 4, weil sie kommt hier aus dieser Gegend und deswegen hat sie hier auch eine Geschichte zu erzählen. Da würde ich vielleicht eher gerne einen von denen hier abschließen. Hier ist noch 6 von 9 und hier ist 7 von 9 und ich denke mal, dann war es das vielleicht in dem Akt, dass 8 und 9 dann hier oben im letzten Akt stattfinden wird, also das Finale von den ganzen Storylines. So könnte ich mir das vorstellen. Weiß es aber natürlich nicht, weil ich es noch nicht gespielt habe. Also gehen wir mal dahin. Der Geist und der Dämon-Sensei. Betitelt er sich selbst als Dämon-Sensei, weil er Tomoe, seine Schülerin, verloren hat oder so? Langsam ist mal wieder Zeit, um Sonnenlicht anzumachen. Die Atmosphäre hier für die Quest war super im Dunkeln. Aber das reicht jetzt auch. Das ist die Hauptgeschichte. Das war auch Yuna. Ihr kennt es ja von meinen Assassin's Creed Let's Plays oder auch von anderen Spielen. Ich
Ich bin ja immer ein Freund davon, Hauptgeschicht-Quests, so wichtige Quests immer erst zu machen, wenn man den Großteil an Nebenaufgaben fertig hat. Oder am besten alle Nebenaufgaben fertig machen und dann sich um die Hauptgeschichte kümmern. Ist ja immer so meine Vorgehensweise. Weil es gab schon andere Spiele, je weiter man in der Hauptgeschichte dann kam, sind dann halt andere Sachen schon wieder verschwunden. So. Und damit man alle Quests sieht, ist das eine sichere Vorgehensweise. Dieses Mongolenlager ist noch gar nicht auf der Karte angezeigt, deswegen kümmere ich mich darum später. Vielleicht ist es auch eine Story-Mission. Hey, hör auf mich zu schießen! Da ist auch eine überwältigende Gegnerpräsenz. Also sollte ich da auf keinen Fall hin. Noch nicht. So. Hier diese ganzen Bambusfelder. Ausbildungslager von Tomoe. Ausbildungslager von Tomoe. Da haben wir es. Ah! Der Geist! Tötet mich nicht! Was ist hier los? Kawamata? Warum sollte ich dich töten wollen? Warum sollte ich dich töten wollen? Warum kommt jetzt Gewitter? Wie spät haben wir es eigentlich? 4.31 Uhr am Morgen. Also nicht mehr lange bis Sonnenaufgang. Nehmt euch, was ihr wollt. Was denkt er sich? Ich bin kein Dieb. Ja, jeder weiß, dass ihr Karawanen angreift. Der was? Geist und der Dämonen-Sensei. Sensei Ishikawa? Das ist eine Lüge. Ich hab euch selbst gehört. Uns gehört? Wann? Nicht lange her. Ihr seid die Straße hoch wie hungrige Wölfe. Ich glaube, Tomoe erzählt da ein paar Lügen, oder? Der Geist und der Dämon-Sensei. Für den Sensei trifft das vielleicht zu, aber nicht bei mir. Da werden Warum Lügen wird verbreitet. Sensei Ishikawa und mir ein Überfall vorgeworfen. Ich muss nach Norden den Verantwortlichen finden. Okay. War ich bei diesem Schrein schon? Wenn das der ist, ja. Da habe ich das Duell gemacht. Aber guck mal, hier oben ist noch ein Schrein. Dann hier auch noch ein Haiku. Und wir gehen weiter in die Richtung. Okay. Und da wird es auch schon hell. Da kommt die Morgenröte. Eine rote Sonne geht auf. Letzte Nacht wurde Blut vergossen. Vom Phantom. Wow, das ist aber auch schön hier. Achso, den Ort habe ich ja schon mal befreit. Da war ja ein Schlüssel zu finden. Da ist noch ein Leuchtturm, glaube ich, ganz in den Hintergrund. Und da oben drauf ist ein Schrein. Ja, da ist der Schrein. Den könnte man noch machen. Und da kann man auch ein Haiku machen. Und Leichen überall. Überall, wo man hinguckt. Willst du ein schönes Postkartenbild hier machen? Da liegen immer Leichen rum. Komm ich hier rüber? Ja. Da oben. Wieder weiße Blümchen. Na, bisher habe ich aber keinen Ort zum Klettern gefunden, deswegen reitern wir hier hoch. Klingt nach Ärger. Sakai! Wir reitern. Reitern über Berg und Tal. Da schießen welche auf den. Dosho! 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 Hey! Dosho! Dosho! No! Dosho! Noch mehr? Ja, natürlich. Dosho! Jo, hast du recht. Höchste Zeit, dass ihr kommt. Gern geschehen, Sensei. Okay, Sensei. Komm mal runter, Sensei, ich will mit dir reden. Natürlich muss ich wieder hochkommen, ne? Mhm. Ach, da ihr hat er noch seid jemand. Der Geist. Ja, und das da ist der Dämon, Sensei. Was ist hier passiert? Ein Überfall auf seine Karawane. Viele Angriffe derzeit. Die Leute sagen, ihr stehlt Vorräte. Oder kämpft für die Mongolen. Ruht euch aus. Ich bespreche das mit Fürst Sakai. Tomoe steckt dahinter.
Sie sät Paranoia und Furcht. Greift Karawanen an, beschuldigt uns. Ich erreichte seine Gruppe zu spät. Rettete ihn, aber nicht die anderen. Wo war der Überfall? Nicht weit. Wieso? Wir finden die Stelle und verfolgen die Spuren von Tomoes Gruppe. Das ergibt Sinn. Was ist? Nichts. Sie macht mich rastlos. Wir setzen dem ein Ende. Ruht euch aus. Esst, was ich euch gab. Und wartet ein wenig, bevor ihr aufbrecht. Danke, Sensei. Zeigt mir den Ort des Überfalls. Und dann gehen wir wieder auf Reisen. Hey, das ist mein Pferd. Nee. Ich dachte eben, weil der auch so gelbes Saumzeug hat hier. Doch nicht. Hast du nochmal Glück gehabt, Sensei? Wie habt ihr mich gefunden? Jemand hörte, dass ein Konvoi verfolgt wird. Wegen Tomoe werden die Straßen gemieden. Als ich hörte, dass ein Händler eine Lieferung wagt, bin ich ihm gefolgt. Okay. Warum greift Tomoe Lieferungen der Präfektur Kushi an? Das hat keinen strategischen Wert. Nein. Der Kushidera-Tempel inspiriert die Menschen. Vielleicht wollen die Mongolen die Moral hier brechen. Ihr klingt nicht überzeugt. Es ist einer der Gründe. Nicht alle. Tomoe hat alles verraten, was ich sie lehrte. Anschließend mich. Und danach ihr Land. Ich werde sie bis zum Horizont verfolgen. Und noch viel weiter. Oder? Da ist der Konvoi. Und noch mehr Opfer Tomoes. Das ist ein cooler Wald, ne? Aber immer stehen die nur so in... Mal sehen, was wir herausfinden. So dicken Blöcken hier rum, diese Bambusdinger. Gar nicht so dicht bewachsen. Okay, die sind alle tot. Und aufgehauen und am Pranger gestellt und alle sind tot. Japanische und mongolische Pfeile? Natürlich. Natürlich. Okay. Es ist eine Warnung an die Einwohner Kushis. Von Tomoe. Von Fürst Sakai und Sensei Ishikawa. Niemand darf auf diesen Straßen reisen. Sonst droht der Tod. Plump, aber effektiv. Da glauben die Leute also, dass wir das hier waren. Na denn? Sie sind die Straße entlang. Und wir finden sie. Tomoe und ihre Männer werden nie wieder jemanden in dieser Präfektur überfallen. Kommt. Okay. Die schönen Fische, die da noch liegen. Hätte man noch mindestens 4 Brötchen draus machen können. Wo denn? Da lang. Schnell, Logo! Schnell! Oh oh. Da schreien welche. Hä? Steigt hier ab! Ja. Geradeaus? Okay. Da unten wäre noch was Schnell, gewesen. Keine Zeit zum Auskundschaften. Wer stürmt hier mit halboffenem Hakama los? Halboffenen Hakama, das sind diese Mäntel, die sie tragen. Warum ist sie alleine hier? Ich schneide sie los. Helft mir! Bald seid ihr frei. Oh nein! Nein, bitte! Nein! Was denn? Wir wollen helfen. Sie sagte... Jetzt hat sie Angst. Tomoe, was sagte sie? Sie sagte, ich dürfe leben, bis der Samurai kommt. Wow! Nein! Da oben! Das ist aber nicht so nett. Erstmal schnell ins Zelt rein. Vorräte klauen. Ich hab ja einen guten Sensei dabei. Los, Sensei! Zuerst schießen, hart schießen! Keine Gnade, Sensei! Oh. Aua! Nicht auf mich. Soll ich da hochkommen? Damit rechnen sie nicht. Aua! Drei Punkte kostet so ein Angriff immer, ey. Günstig ist das nicht. Das sieht man da unten an diesen, an meinen gelben Punkten. Links unten sind jetzt 3 Punkte so, ja, voll. Und das ist die Fähigkeit.
3 kostet das immer, ey. Einmal machen. Gut, das sind 3 unblockbare Schläge. Hat sich jetzt gegen den hier gar nicht so gelohnt, weil es auch nur 2 Bogenschützen waren. Und den zweiten ich nicht mehr richtig erwischt habe. Aber ansonsten eine geile Fähigkeit. Man muss mal gegen eine große Gruppe von Gegnern machen. So. Ja. Schade, dass die Dame hier nicht überlebt hat. Das war echt ein fieser Hinterhalt. Tomoe hat uns eine Falle gestellt und wir sind hineingetappt. Ich sprach mit ihr vor 2 Tagen. Tomoe? Mit Tomoe? Der Gefangenen. Ach so. Sie erzählte von einer Japanerin, die bei den Mongolen war. Ich bat sie, ihr Lager ausfindig zu machen und mir zu berichten. Was habt ihr? Es hätte auch anders laufen können. Wir könnten jetzt vor Tomoes Leichnam stehen. Ihr erklärt, was einen Krieger ausmacht. Wie Tomoe das unterläuft. Doch ihr seid genau wie sie. Ihr erwartet, dass wir perfekt sind. Euer Onkel. Ich. Masako Adachi. Doch nur ein Kind erwartet Perfektion von Älteren. Vollendet den Gedanken, Sensei. Wir alle tragen Waffen. Wir alle wählen zwischen Leben und Tod. Und ihr fühlt euch zu wohl mit dieser Macht. Würde ich das nicht, wäre ich tot. Ebenso wie ihr, Geist. Nicht jeder ist ein Samurai. Doch wir sind alle Mörder. Da hat der Sensei ja... Wir müssen uns noch um ein Lager in Otsuna kümmern. Okay. Das war's, ne? Ja. Da hat der Sensei ja mal wirklich mal was richtig Passendes gesagt, gerade am Ende. Finde ich gut. Kommt bei ihm nicht so häufig vor. Also am Anfang schon, aber so im Mittelteil von seiner ganzen Geschichte war nie so klar, ob er noch irgendwelche Leichen im Keller hat. Aber jetzt diese Ansage eben war ganz gut. Daher hoffentlich, dass sich da der gute Jin noch was gemerkt hat. Talisman der raschen Rückkehr. Standardpfeile, die verfehlen, haben eine Chance für 25% wieder aufgesammelt werden zu können. Haben wir Seide. Und das war jetzt der Teil von ihm. War ja kurz. Da ist er schon wieder vorbei. So. Ein Fragezeichen. Und hier 7 von 9. Da könnte ich ja da gleich weitermachen. Der Schrecken von Otsuna. Otsune? Nee, Otsuna. Otsuna. Ich gehe noch mal kurz zum Fragezeichen. Das ist hier 80 Meter. Kann ich hinspucken. Ist es da vorne? Ist das ja hier Schreingebiet? Da vorne am Baum, oder? Fürst Shimuras Lager. Ach was. Du bist am verfolgten Ort angekommen. Fürst Shimuras Lager. Und was kann ich hier machen? Gar nichts? Gar nichts. Also jetzt gerade nichts. Hier ist ein Händler und ein Fallensteller. Okay. Ich würde sagen, damit wir so im Fluss bleiben mit Ishikawa, machen wir den nächsten Fluss hier einfach auch nochmal fertig. Den nächsten Fluss. Aufgabe. Der Schrecken von Utsuna. 7 von 9. Ich glaube einfach, dass das der Schluss ist. Also erstmal hier jetzt im Akt 2. 7 von 9. 8 von 9 kommt bestimmt in den letzten Akt hier oben irgendwo. Ich glaube, so wird das aufgebaut. So, dass man auch im letzten Akt immer noch, ja, Ishikawa-Aufgaben hat. Genauso wie hier Familiensache von Masako und so weiter. Yuna beginnt ja erst hier unten. Aber so stelle ich mir das vor. Bin mir ziemlich sicher. Also machen wir das in der nächsten Folge. Wenn ihr Bock habt, schaltet gerne wieder ein. Ich würde mich freuen. Also bis zur nächsten Folge von Ghost of Tsushima. Hier mit dieser prächtigen Aussicht über die Bäume zu den ganzen Berghügeln. Danke, dass ihr dabei wart. Danke für den Daumen nach oben. Ciao.